Wir schauen uns mal wieder Zelda Tears of the Kingdom Memes an. Deswegen, falls es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da. Der Lowrider in Hyrule. Endlich kannst du auch mal cool sein. Dinge, wo ich noch nie erwartet habe, dass ich die sehen will. Aber es funktioniert. Die Leute feiern richtig mit dir. Die Überschrift war, okay, jetzt ist es sicher. Wir können keine Pferde in die Tiefen mitnehmen. Und da fällt es... Also theoretisch hättest du auch das Pferd so nur erwürgt. Ein UFO-Haus, endlich, wow. Wollte ich schon immer haben. Ich find's immer noch geil, dass dem das nicht interessiert. Ach ja, das fliegt. Ah, perfekt. Sieht safe aus. Mhm. Könnte wahrscheinlich auch wegrollen und das würde für den safe aussehen. Der beste Witz der Welt. Was ist es? Das ist nur mein OnlyFans. Das war die Überschrift. Ich bin genauso enttäuscht. Uns wird präsentiert die Raketensprungfeder. Endlich kannst du ins All. Es wäre cool, würde das Momentum noch richtig mitnehmen von der Rakete und du einfach wirklich ins All geschossen wärst. So macht man ein fliegendes Zuhause. Ihr müsst das nur ein bisschen hochfliegen lassen. Wer hätte das erwartet? Eigentlich bin ich eher erstaunt, dass die sich das... durchgehen lassen. Ich frag mich, ob man das dann nach links, rechts irgendwie tragen kann. Oder ob das einfach nach oben unendlich geht. Du wolltest schon immer mal Boxen spielen? Jetzt kannst du das auch in Zelda. Irgendwie schaut echt scuffed aus. Also Effektivität ist non plus ultra. Definitiv. Aber du bist halt ultra safe. Der kann eh nichts machen. TOTK wurde gebannt von Reddit. Ah? Wie? Zu viel gebaut? Die Überschrift war die Masterhand. Ich dachte jetzt fährt die. Oder die macht irgendwas. Wenn du keine Lust hast auf den Boss. Ich find's toll, dass da wie so ein Staubroboter ist einfach. Moment, ich komme. Moment, ganz langsam. Es wird halt super funktionieren. Aber es ist halt auch noch so dumm einfach. Aber er ist immer zur Stelle. Muss nur warten. Er hat seine eigene Sandraupe gemacht. Finde ich einfach süß. Und das Plüschtier da vorne kannst du nie wieder anfassen. Das ist verstaubt und nass und dreckig wie sonst was. Kennt ihr das? Ihr wisst nicht mal, was ihr bauen sollt in Zelda. Ihr habt schon gefühlt alles gemacht. Dann entsteht sowas. Weil man sich denkt, ja, das hört sich doch gut an, oder? Und wenn die da drin gefangen sind, einfach sehr, sehr still stehen. Imagine, die Gegner könnten das. Dann wäre es wie in Baldur's Gate auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Rau, ich kann es erklären. Dein Secret Stone macht dich fast unbesiegbar und lässt dich laserschießen. Laserschießen? Wir können nur unsere alte Power benutzen, aber in blau. Ihr bekommt neue Kräfte? Ja. Oh Gott, das ist ein Hinox. Oh Gott, das ist ein Mond. Hi. Das ging sehr schnell. Das waren 4 Sekunden. Also wäre der Mond wirklich damals so schnell gewesen, dann hätte, glaube ich, keiner das Spiel geschafft. Wenn du von Gegnern gemobbt wirst, ich muss gestehen, die können so nervtötend sein. Ja. Diese ganzen Fledermäuse sind teilweise wirklich so nervig einfach. Oh, hallo da. Die Konstrukte sind aber auch irgendwie mega cool, muss ich gestehen. Find die echt süß. Eine 3D-Skulptur von der Gloomhand. Wir hatten ja schon sowas ähnliches, wo alle zu sehen sind, aber ich muss sagen, warum verkauft Nintendo sowas nicht? Das würde jeder sich holen, irgendwo schön zum Hinstellen. Peace war niemals eine Option. Der Bananenkrieg wird immer weitergehen. Eigentlich hättest du auf dein Handy auch noch so eine Bananenmarke machen müssen. Der heutige Furry of the Day ist Minoru von Zelda. Habe ich auf Twitter gefunden. Ich kann verstehen, warum. Also allgemein, Zelda ist schon so ein bisschen so halb Furry, halb alles andere. Der hat eine Animation gemacht. Oh Gott. Holy shit. Ja, circa so würde das eigentlich sein sollen. Wenn die Grafik mal auf Unity 5 geht, dann haben wir so ein Zelda. Ganz ehrlich, das würde ich spielen. Ich würde das ultra feiern, wenn die Jäger mal wieder einkaufen gehen. Wir brauchen wieder neue Bananen. Wenn man zu Hause nur noch 5000 Stück hat, ja, dann muss man schon mal auf Vorrat kaufen. Wie man die Fledermäuse auch farmen kann. Hey, sie ist mal nützlich. Obwohl ich den echt gut finde eigentlich. Weil Strom allgemein extrem stark ist.
gegen alle bewaffneten Gegner. Die Überschrift war: Ich glaube, ich spiele zu viel Zelda Tears of the Kingdom. Ja, Vorsicht. Gleich versucht er abzuheben. Kann sich da hinten raufstellen. Hudson, damals versus heute. Den gab's auch schon ewig. Hyrule hat sich echt wenig verändert über die Zeit. Die Überschrift war: Leute, ich habe sie gefunden. Das sind die ganzen Ventilatoren, die von Tulin immer weggehauen wurden. Deswegen sind davon auch so viele kaputt. Weil die halt von Himmel geflogen sind. Wenn du dieses Ancient-Ding nimmst und irgendwas abschießt. Ich betrüge. Ja, so fühlt sich das aber auch an. Man muss sagen, der Loot ist halt weg. Ist halt ein bisschen nervig. Das ist eher so, okay, ich habe gerade keinen Bock auf dich. Tschüss. Bei mir hat das Spiel geglitscht, während ich gespielt habe. Und das ist daraus geworden. Aber wenn du auch alles nur noch auslöscht und ein Kriegsverbrechen nach dem anderen nutzt oder machst, wundert mich nicht, dass du so lächelst am Ende. Die Überschrift war: Dieser Sonai-Drache war nutzloser als erwartet. Ich seh's. Also, ja. Ein Hoverbike mit einer Laserbarriere. Ich find's schön, dass die einfach drum schweben. Okay, wir sind jetzt bei den Gegnern und dreht die sich? Sie wird sich anfangen zu drehen. Okay, dann finde ich sie cool. Muss schneller werden! Schneller! Wird echt schnell. Also, scheint besser. Warum gehen die immer weiter auseinander? Die wissen auch nicht, was sie damit machen sollen, oder? Meine Live-Reaction, immer wenn ich mir TOTK-Memes anschaue. Finde ich super. Dankeschön, dass es das gibt. Wie du keinen Fallschaden bekommst. Du musst nur genau so fliegen. Wieso fliegst du so leblos? Ich glaube, da ist es eh egal, wenn du schon tot bist. Da ist ein Dieb, oh mein Gott. Also falls ihr mal irgendwo runterfliegt, ihr wisst genau, wie ihr es machen müsst. Ich habe eine Drohne gebaut und irgendwie tun mir die Gegner jetzt leid. Ja, die Boko-Blinds können einen schon ganze Zeit leid tun. Ich glaube, da war nie eine normale oder ein fairer Kampf dabei. Weil warum solltest du auch selbst kämpfen, wenn du looten kannst? Die Überschrift war: Ich habe aus Versehen eine Waffe dupliziert. Okay, er saugt die ein, dann wird sie ja eigentlich verbessert und er tötet sie instant. Jetzt weiß ich, wie die Leute immer zwei Master Swords und so weiter bekommen. Ha? Baldur's Gate 3 wurde höher gewertet als Zelda, Tears of the Kingdom. Ich liebe D&D, ich liebe Baldur's Gate und ich liebe Zelda und ich find's so schön, dass Baldur's Gate so weit oben ist auch. Ich hoffe, jetzt ändern sich mal die ganzen Spiele, dass das ein richtiger Standard wird, dass man wieder Spiele macht, die Spaß machen und nicht nur Geld bringen, wie Diablo oder sonstige. Ich hoffe, ihr habt auch Lust auf D&D-Memes mal. Lasst es mich gerne wissen. Der Kreisel, endlich musst du mal gar nichts mehr machen. Das erinnert mich voll an solche Shows und da musst du dann immer drüber springen. Und wenn du getroffen wirst und runterfällst von so einer Plattform, hast du verloren. Und hier ist es anscheinend, hier verlieren die einfach ihr Leben. Ey, das schaut schön aus. Ganz ehrlich, wird Ganondorf überhaupt noch ernst genommen? Also, wird er ernst genommen, wenn man sowas sieht? Was ist das? Was sehe ich mir an manchmal? Der tut mir echt langsam leid. Die Guardian Hand. Imagine, das würde aus dem DLC dann kommen. Die Guardians wurden wiedergefunden und dann rennen die Hände nicht auf euch zu, sondern sowas. Ich wäre der Erste, dann würde ich, glaube ich, Alt F4 auf der Switch-Konsole. Apropos springen, hier habt ihr das, was ich meine. Nur, dass ihr gar nicht hin dürft. Komm, Sprung, Sprung, wie Seilspringen, gar kein Problem. Die sterben einfach. Wir haben ja gar keine Chance, selbst die Elite. Ey, wir haben heute echt viele Sachen, die sich drehen. Einfach immer so eine Schelle von hinten geben. Warum nicht? Wenigstens geht das kaputt. Wie viel hast du da schon beschworen? Da hinten liegen nur Geländer. Die Hände. Und jetzt stellt euch vor, da wäre noch irgendein Guardian, der Laser auf euch schießt drin. Dann würde man aufgeben. Okay, was macht er? Er blendet sie und dann Explosion mache ich auch immer so. Und natürlich ein Korok finden. Was habe ich erwartet? Der Korok ist überall. Haha, hier dein goldenes Stück Scheiße. Das Spiegelschild in Ocarina of Time und dann das Spiegelschild in TOTK. Welches findet ihr besser? Und Basketball, der Megadunk. Also, Basketball wird immer besser. Mittlerweile funktioniert der Korb schon richtig. Zwar ein bisschen energielastig, aber sonst.
Könnt ihr mir sagen, was er da gebaut hat? Warum kann man Koroks eigentlich multiplizieren, also herbeirufen einfach? Wieso? Von allen Dingen, die du duplizieren kannst. Koroks. Okay, was haben wir hier? Ich nenne es die Schlange. Nicht mal Yunobo kann darauf stehen. Der weiß nicht mal, was er damit anfangen soll. Wie so ein Mini-Drache. Schlange, Nudel, Nudel. Du kommst so gut voran damit. Insane. Wenn du deine Disco nicht alleine feiern willst, endlich werden alle geblendet. Ist das nicht nur noch Quälerei? Der schubst sie ja nur zurück, damit sie dann wieder geblendet werden. Und du kannst dir die Teile nicht mal mehr anschauen. Die sind ja auch nur dumm. Warum bewegen die sich so komplett viel zu schnell? Schaut aus, als ob die gleich irgendwie in die Luft gehen. Wenn du das Intro spielst und irgendwie in den engen Gängen normal gehen willst und Link sich denkt, ich kann klettern. Das ist mir auch passiert im Intro. Kennt ihr das noch am Anfang? Die Riesenzahnräder. Was zur Hölle? Also wenn man die abbekommt, ich würde das irgendwie feiern, dann würde ich aber echt sagen, alles ist nur angesteckt. Alles in Zelda ist nur Lego. Und warum fliegen die eigentlich dahin? Ich sehe nicht mal den Sinn, dass das passiert. Die Ultra-Kombo. Mit der Hand in die Luft, Sprungfeder und dann Blitz. Ich muss gestehen, das schaut halt schon ein bisschen stylisch aus. Also so minimal. Wenn du auch nicht mehr weißt, was passiert und du so halb skateboardest und schießen kannst. Warum bist du eigentlich auf dem unsichtbaren Skateboard? Warum funktioniert das Skateboard so gut? Ich würde gerne sehen oder wissen, was das ist. Das schaut legit einfach cool aus. Die Überschrift ist, das musste ich als erstes machen, als ich gesehen habe, dass man, ja, wir wissen alle, was kommt. Tschüss. War schön mit dir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und sonst sehen wir uns im nächsten Video.